Moin Leute, wir haben heute Besuch aus Linzburg und das wird bestimmt richtig spannend. Bleibt dran. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Den Rockstar Buddies, da sind wir wieder und haben heute Besuch aus Linzburg, nämlich den Ecke Stieg. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend und schön, dass ich hier sein kann. Ja, bevor es losgeht, natürlich ganz gerne wieder die Erinnerung daran, unseren Kanal zu abonnieren. Gerne uns natürlich wieder ein auf die Glocke zu ballern, damit ihr auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. Und natürlich kann man uns auch supporten auf den sozialen Medien. Das heißt auch mal uns mal anschreiben, Vorschläge machen, Kritik äußern und so weiter und so fort. Also gerne das nutzen. Gut, dann kommen wir zu Ecki. Moin. Moin. Ja, ich freue mich sehr. Ja. Eine Ikone. Darf man das so nennen? Wenn du möchtest, gern. Wie siehst du dich selber? Du bist ja dann wirklich also jemand, der sich wirklich schon lange im Business auch rumtreibt. Ich weiß, dass mich viele als Ikone sehen. Auf der anderen Seite schaue ich ungern zurück. Also okay. Ich mag es eigentlich nicht, mich auf vergangenen Ruhm auszuruhen, sondern guck lieber nach vorne. Ja. Ich beschäftige mich auch selten mit Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also ich höre keine alten Sendungen von mir oder grabe irgendwie groß in der Vergangenheit und glorifiziere die guten alten Zeiten, weil es so viel gute neue Musik gibt, dass es eigentlich immer lohnt, nach vorne zu schauen und sich was Neues zu suchen. Okay, das heißt, wie stelle ich mir das bei dir zu Hause vor? Hast du jetzt nicht so eine Riesenplattensammlung, wo du dann mal auf dem Samstagabend irgendwie dir die alte Cure-Schreibe rausgreifst, meinetwegen, und dann sagst irgendwie, ich habe nochmal so einen Revival-Abend und leg das nochmal auf? Oder ist das wirklich so, dass du dann sagst... Sowas mache ich eigentlich grundsätzlich fast überhaupt nicht. Also meine Plattensammlung oder CD-Sammlung habe ich eigentlich schon 2003 eingefroren und seitdem eigentlich komplett digital umgestellt. Mhm. Und das hat den großen Vorteil bei der Masse von Musik, dass ich auch irgendwie, wenn ich das in Ordnern anlege, dann auch schnell irgendwas finde, wenn ich es denn suche. Und bei einer CD-Sammlung ist das bei mir jetzt irgendwie drei große Wände. Wenn man da mal eine CD falsch wegordnet, dann ist die auch weg. Bis man sie Jahre später beim Suchen einer anderen CD zufällig wieder findet. Ja. Und von daher begrüße ich das digitale Zeitalter sehr. Ich finde es auch mal zwar sehr charmant, wenn Leute jetzt wieder auf das Vinyl zurückgreifen. Aber für mich persönlich ist das erstens eine große Ressourcenverschwendung, weil so viel Erdöl haben wir gar nicht mehr. Und zweitens, es ist zwar irgendwie ganz schön, sich eine Platte aufzulegen und dann wirklich intensiv sich das anzuhören, aber im Grunde genommen reicht digital vollkommen aus. Ja. Und wenn du sagst, irgendwie, du befasst dich mehr jetzt auch mit neuen Sachen, in Anführungsstrichen, wie ist das, wie wirst du auf die Sachen aufmerksam? Also wo holst du deine Neuigkeiten her, sage ich jetzt mal so? Hast du irgendwelche speziellen Foren? Oder? Ja, also es gibt ein sehr gutes Portal, für das mache ich immer sehr gerne Werbung, abseits von Spotify und den ganzen anderen sehr populären Portalen, gibt es das Portal Bandcamp. Und, okay. Das ist halt eine Plattform, wo halt Künstler das Maklertum von Label und Vertrieb direkt umgehen können, indem sie halt ihre Musik einfach selber hochladen, reinstellen, auch den Preis bestimmen. Und 75% von den Verkäufen gehen wirklich an den Künstler und 25% nur an das Bandcamp. Und wenn man das vergleicht mit den Geschäftsmodellen von YouTube oder Spotify zum Beispiel, ist das wirklich ein Riesengewinn. Und das ist wirklich auch so eine Sache, von der ich zwar nicht leben kann, logischerweise, aber die mich doch irgendwie sehr bereichert, weil meine Sendung, für die gibt es eigentlich kein Geld. Das heißt, die finanziert sich allein durch Spenden und durch Bandcamp-Verkäufe, wo ich halt Compilations zusammenstelle, die man dann dort kaufen kann. Und die Künstler spenden mir ihrerseits ihre Songs. Und daraus mache ich dann eine Zusammenstellung, so immer am Ende des Jahres in Form eines akustischen Adventskalenders. Und
Ja, damit wird so die Sendung teilfinanziert. Okay, und das heißt aber auch, ich kann auf Bandcamp jetzt auch eine CD bestellen oder ist das halt eine reine digitale Sache? Das ist eine rein digitale Sache. Okay. Aber man kann natürlich irgendwie auch selber eine CD produzieren und die dort auch verkaufen oder auch T-Shirts zum Beispiel, was ich zum Beispiel mache und Merchandise. Das ist echt eine tolle Sache. Das ist leider irgendwie auch unter Musikern noch viel zu wenig bekannt. Also in meiner Sparte, in der ganzen Elektroniksparte zum Beispiel, da ist es schon relativ populär und da gibt es auch eine große Community und Vernetzung untereinander, sodass dort halt auch namhafte Verkäufe mittlerweile stattfinden. Wie es in anderen Szenen aussieht, wie in der Metal-Szene zum Beispiel, weiß ich nicht so genau. Aber auf alle Fälle wirklich ein lohnenswertes Modell und ein sehr faires Modell auch. Also ich kenne es auch überhaupt nicht. Also von daher, ja. Guck da auf jeden Fall mal rein. Bandcamp.com, also ist wirklich sehr lohnenswert. Man kann da viel entdecken, man kann da wie auch nach Genres suchen zum Beispiel und wird dann auch immer weitergeführt. Das könnte dir auch gefallen, wie man es von Amazon oder so auch kennt. Aber da kann man wirklich viel entdecken, weil halt irgendwie viele neue Musiker, die zum Beispiel jetzt auch noch nicht reif genug sind für eine CD vielleicht oder denen das zu teuer ist, präsentieren dann mal ihre Stücke und so weiter. Und dann kann man auch schon so sehen, wie Bands oder einzelne Acts so langsam wachsen. Und das macht irgendwie viel Spaß, da wirklich rumzuwühlen und Sachen zu entdecken, die ich dann auch irgendwie logischerweise in meiner Sendung vorstelle. Und wie ist das, wenn du dich jetzt auf so eine Sendung vorbereitest? Ist das halt, dass du nach Sachen suchst oder ist das halt auch tatsächlich so, dass dann meinetwegen Plattenfirmen dich anschreiben und sagen, hier, Ecki, spiel doch mal den und den Song von unserem neuen Act oder so? Ich habe mit Plattenfirmen, also großen Plattenfirmen, eigentlich überhaupt keinen Kontakt, weil irgendwie die Musiker, die dort präsent sind, eigentlich bei mir kaum vorkommen. Und wenn ich mal einen habe, dann frage ich den eigentlich direkt bei der Plattenfirma an und sage, könnt ihr mir das mal irgendwie digital zur Verfügung stellen? Oder kaufe es auch. Ja. Ich kaufe auch noch tatsächlich eine ganze Menge, gerade über Bandcamp, weil ich auf der Meinung bin, dass man Künstler wirklich unterstützen sollte. Mhm. Und irgendwann kriegt man das auch mal wieder zurück. Und von daher gebe ich auch noch relativ viel Geld, in Anführungsstrichen, für digitale Musik aus. Oder unterstütze hauptsächlich wirklich auch irgendwie kleine Künstler. Also so mache ich das auch, dass ich mir eine Biografie meinetwegen kaufe, die lese und dann hier vorstelle. Ja. Ne? Also so, genau. Na gut, das sind wahrscheinlich aber auch Leute, die ich vorstelle, die es eigentlich nicht bräuchten. Also keine Ahnung, eine Morbid Angel Biografie zum Beispiel. Ich meine, das sind Leute, die machen wahrscheinlich genug Geld, aber trotz alledem, ne? Also mache ich das ganz gerne. Ja, der Unterschied zu, wie gesagt, die Grenzwellen gab es ja beim anderen großen Privatsender, bei Radio FFN, von 87 bis 97. Und da hatte ich teilweise das Problem, dass ich nicht genug Material hatte, um die Sendung wirklich voll zu kriegen. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich teilweise wirklich irgendwie 10 bis 12 Alben am Tag kriege. Ja. Das ist eigentlich unmöglich, die erstmal komplett zu hören und alles genau zu erfassen. Also irgendwie, ich suche zwar immer, kriege auch viel Zeug rein, habe irgendwie 3 bis 4 gute Freunde aus auch unterschiedlichen Richtungen, die mir manchmal Tipps geben, sagen, hör da mal rein, das könnte dich irgendwie interessieren oder hast du das schon mal gehört oder die darfst du nicht verpassen, auch wenn du sie hast, irgendwie hör da mal genauer rein und das befolge ich dann irgendwie auch. Und dann muss man natürlich irgendwie aus diesem ganzen großen Wust die Perlen rauspicken und die dann auch noch in einen stimmigen Zusammenhang bringen. Also ich mag es immer so ganz gerne, wenn eine Sendung so einen gewissen Fluss hat, dass sie so funktioniert wie ein Film. Und ich werde immer oft mit John Peel verglichen, was zwar auch sehr, sehr nett ist und sehr schmeichelnd, aber da gibt es irgendwie wenig Schnittpunkte. Der hat zwar auch viele neue Sachen gespielt, aber komplett durchgewürfelt irgendwie. Da kam irgendwie ein Reggae-Stück, dann irgendwie Hardcore-Punk, dann irgendwie was anderes. Und so als Börse für Neuigkeiten, weil die Sendung John Peel's Music mal sehr gut geeignet. Aber wenn es einen Moderator gab, den ich sehr geschätzt habe und der quasi mein Vorbild war, dann war das Alan Banks, der damals die Sendung gemacht hat. Ah, kenn ich auch noch. Von Rockpalast. Genau, aber ich meinte nicht seine Rockpalast-Sendung, sondern die Sendung, die er hauptsächlich für BFBS gemacht hat. Diese Night Flight-Sendung, wo er dann auch zwar unterschiedliche Stücke gespielt hat, aber die irgendwie so ineinander gefügt hat, dass es wirklich wie so ein akustischer Film war. Und das habe ich sehr genossen. Genau das hatte ich dann irgendwie schon damals war auch bei FFN versucht, Sendung so zu gestalten, dass es genau diesen Effekt hat. Also, dass man das so auch verführerisch anbietet, dass man populäre Sachen und oder schwierige Sachen und moderate Sachen irgendwie so ineinander fügt,
dass man den Hörer mitnimmt und ihn auch dazu bringt, sich mit etwas ungewöhnlichen Klängen, die er vielleicht vorher noch nicht so gehört hat oder auch nicht mochte, die ihm etwas nahe zu bringen. Und wie ist das, die Grenzwellen, wie sie bei FFN waren und wie sie heute sind? Ist es anders musikalisch oder so? Das ist musikalisch ziemlich anders. Okay. Weil zwischen der FFN-Phase und der Radio Nova-Phase, darf es nicht vergessen, liegen 17 Jahre. Das ist eine ganze Generation. In der Ja. Zeit irgendwie erziehen Leute ganze Familien. Ja. Ja, das Oder stimmt. gründen Familien und erziehen Kinder, würde ich sagen. Ja. Und von daher, man verändert sich schon selbst auch in der Zeit. Und die Philosophie der Sendung ist eigentlich dieselbe, nämlich neue Klänge zu entdecken und die halt irgendwie den Leuten nahezubringen. Und ich weiß, als ich die Sendung damals, auch jetzt mittlerweile schon wieder vor 10 Jahren, wiederbelebt habe, da wollte ich die gar nicht Grenzwellen nennen, weil ich keine Retro-Sendung machen wollte und gedacht habe, das weckt bestimmt falsche Erwartungen. Und Radio Hannover hat darauf bestanden, sondern doch, wir wollen diesen Namen haben. Ja klar, ich schätze mal auch so ein bisschen aus, ne, du kannst hast dann gleich zum Startpunkt schon mal wieder die alten Hörer dabei gehabt, ne? Genau, richtig. Aber die habe ich teilweise auch vergrault. Okay. Weil ich wollte mich nicht genau dort ansetzen, wo ich 97 aufgehört habe. Das heißt, es ist heute sinnlos, Bands wie Frontstufe 2 in der Sendung zu spielen oder irgendwie zum Fokus zu machen, sagen wir mal so, weil die haben ihr Publikum und die füllen mittlerweile Hallen und die brauchen meine Unterstützung eigentlich auch gar nicht. Ja. Und es ist auch sinnlos, die zu spielen, weil die Leute kennen die schon. Und ich habe damals auch immer Sachen vorgestellt, die neu waren, die Leute noch nicht kannten. Und genau denselben Anspruch habe ich jetzt auch. Also immer Künstler zu finden, die noch nicht so populär sind und denen halt irgendwie auch dadurch irgendwie ein Forum zu bieten. Ja. Und kannst du noch mal so ein bisschen irgendwie sagen, was war so der Grund, warum das bei FFN? Das war ja eigentlich eine sehr gut laufende Sendung, Das oder? war nämlich genau das Problem. Ich hatte, was heute unvorstellbar ist, in der Radiolandschaft teilweise 100.000 Hörer pro Stunde. Das ist so viel wie normaler Privatsender heute zur besten Sendezeit hat. Ja. Und das Problem, was FFN hatte damals, war, dass sie immer so als von Anfang an als rebellischer Sender galt, irgendwie, der irgendwie immer experimentierte und dadurch am Anfang sehr erfolgreich war. Aber als dann die anderen Sender kamen oder nachgezogen haben und ihr Format geglättet haben, FFN ziemlich viel Hörer verloren hat, weil er immer als der andere flippige Sender galt, was ja für einen Privatsender eigentlich nicht gerade. Also es ist irgendwie, das ist so, wie es heute so ein bisschen manchmal noch eins live ist, finde ich. Ich höre eins live nicht, von daher kann ich es nicht sagen. Aber Ja. wie gesagt, es gab damals zum 10-jährigen Jubiläum von FFN trotzdem noch zwei Sendungen, die immer noch so ein schräges Aushängeschild waren. Das war einmal das Frühstücksradio und einmal Grenzwellen und ich. Und zum 10-jährigen Jubiläum wurden hauptsächlich zwei Leute interviewt. Das waren einmal Wischmeier und einmal ich. Und das ging den Oberen ziemlich auf den Sack, weil die wollten halt den Fokus auf den Mainstream haben. Und Ja. von daher bin ich dann irgendwie rauskatapultiert worden. Und das war schon ein ziemlich hartes Brot. Also wenn ich versagt hätte, dann hätte ich sagen können, okay, ich war halt irgendwie scheiße, wenig Hörer, musste irgendwie gehen, aber wegen Erfolg gefeuert zu werden, Ja, das ist schon eigenartig das eigentlich, hat, ne? das war ein ziemlich hartes Brot. Und ich hatte auch damals gedacht, ach klar, dann Haben die das finden. denn so oft begründet, dass sie jetzt mal, wie gesagt haben, wir wollen das Programm umstellen oder Ja, die keine haben das Ahnung was? begründet irgendwie, du passt da nicht mehr rein, wir wollen jetzt irgendwie ein anderes Programm haben, was irgendwie diese Spitzen und Ecken halt nicht mehr hat. Und Ja. ich habe damals gedacht, ja, dann gehe ich halt zum anderen Sender. Aber das war halt nicht so einfach. Ich hatte dann, wie der NDR hatte kein richtiges Interesse und hat noch irgendwie Angst, weil die ganze FFN-Mannschaft, also meine Person und das, was so alles ums Frühstücksradio rum war, um Wischmeier und Kalkofe, galt halt irgendwie als sehr rebellisch und nicht teamfähig, was Ah. nicht der Wahrheit entsprach, Ja. aber so von außen wahrgenommen wurde. Und aus dem Grund hatten sie gescheut, mich in ihre Redaktion aufzunehmen, weil sie dachten, ich mische den ganzen Laden auf, so wie das Bild, das FFN damals abgegeben hat. Und da haben sie sich gescheut. Ich hatte dann ein Angebot bekommen
von Radio Sputnik in Halle. Da hätte ich aber dahin ziehen müssen. Und da war mir auch das Salär zu gering. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler war, rückblickend gesehen. Wenn ich es damals gemacht hätte, wäre es so eine gewisse Kontinuität gewesen. Aber ob ich dann da glücklich geworden wäre, zumal ich auch nicht aus unserer Gegend hier weg wollte und nicht unbedingt Lust hatte, nach Halle an der Saale überzusiedeln. Und das wäre damals die Bedingung gewesen. Und das war für mich ein Grund, es irgendwie nicht zu machen. Und von daher habe ich mich dann als DJ, Schreiber und freier Moderator durchgeschlagen, bis dann halt irgendwie das Angebot bei Radio Lofa kam, zu einer Zeit, wo ich eigentlich das Kapitel Grenzwellen für mich schon komplett zugeschlagen habe. Also das heißt auch diese Grenzwellen-Partys, die du jetzt machst, ja, wieder, die gab es in der Zwischenzeit dann auch nicht? Die gab es auch nicht. Es gab dann immer, ich habe dann halt in den ersten Jahren nach FFN doch von meinem alten Ruhm gelebt, irgendwie, dass ich dann aufgelegt habe als DJ, was mich aber nie wirklich befriedigt hat und auch immer mit als Ex-FFN, Ex-Grenzwellen tituliert zu werden, das ist mir nach einer Zeit auch komplett auf den Sack gegangen. Und ich habe dann irgendwie die Grenzwellen als Online-Shop mal reaktiviert, also quasi Mini Amazon oder Spotify, bevor es das überhaupt gab. Also ja, halt irgendwie MP3s verkauft von Künstlern, die ich damals auch in der Sendung gespielt habe. Und das habe ich dann mit meiner damaligen Frau gemacht und als die dann gestorben ist, dann habe ich, das war schon 2009, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt den Laden dicht, irgendwie ein Grenzwellen ist für mich abgehakt, das gibt es nicht mehr, weil irgendwann muss man ein Kapitel beenden, das ist einfach wie ein zu Tode gerittenes Pferd und ich habe da irgendwie auch keine Lust mehr gehabt, dann wollte ich auch irgendwas komplett anderes machen und dann habe ich auch mich umschulen lassen zum Webdesigner, auch alles so Sachen, die ja halbherzig waren, wo es auch Leute gibt auf dem Gebiet, die sehr viel besser sind und von daher hat mich das auch alles nicht so richtig befriedigt. Von daher war das aber eigentlich ganz schön, dass dieses Angebot kam. Ich hätte nie gedacht, dass es jetzt nochmal 10 Jahre werden, weil die Grenzwellen gibt es bei Radio Hannover mittlerweile genauso lange wie und noch länger als in der ersten Phase. Und, ja. Und wie sind die drauf gekommen? Also gab es da irgendwie eine Historie zu, also dass sie dich angesprochen haben? Das ist hauptsächlich dem Geschäftsführer zu verdanken, ja. Martin Wörbeking, dem ich das irgendwie hauptsächlich verdanke. Der Programmdirektor ist auch Björn Stack, der auch ein alter FFN-Kollege war. Ah, also, okay. Und die Claudia Firnes, die auch dort moderiert, die kenne ich auch noch von FFN. Also von daher ist auch so ein Teil der Familie gewesen. Mhm. Aber Martin Wörbeking, den Geschäftsführer, kannte ich nicht. Und der hat die Sendung auch früher gehört bei FFN. Und der hat die auch wirklich verstanden. Und das ist auch noch ein großer Unterschied. Bei FFN war ich immer in der Defensive. Da musste ich mich immer verteidigen. Warum hast du das gespielt? Warum ist das so schräg? Und warum bla bla. Und das war echt anstrengend. Und bei Radio Hannover habe ich diese Diskussion nicht. Die vertrauen mir halt und die verstehen die Sendung und die wissen auch genau, warum ich was mache. Auch wenn sie teilweise nicht alles super gut finden, aber wissen sie um den Wert der Sendung und wissen auch, kennen und begreifen auch die Philosophie dahinter. Das ist super gut. Von daher kann man dort sehr viel freier arbeiten als noch in den 80er und 90er Jahren. Das ist ein großes Geschenk. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist so historisch gesehen, wie du so generell auf das Thema Musik gekommen bist, also auch so journalistisch vor allen Dingen, oder hast du auch selbst Musik mal gemacht irgendwie? Also wann hast du, vor allem so als ganz kleiner, das finde ich immer ganz interessant, wie die Leute wirklich so auf Musik kommen, also warum das so ist. Da war ich noch nicht mal geboren. Meine Mutter hat im Chor gesungen, da war sie mit mir hochschwanger und hat gesagt, bei gewissen Passagen, die im Chor, die im Stück auftauchten, habe ich immer gestrampelt. Das heißt, das habe ich, also mit der Mutter, schon vor der Muttermilch habe ich das angesungen. Und ich bin in einem komplett musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind beides Musiker gewesen. Mein Vater war Realschulkonrektor und aber auch Konzertpianist und
bin früh mit Musik in Berührung gekommen, habe früh eine Schule als Pianist durchlaufen, die ich leider abgebrochen habe, weil mein Vater mein Lehrer war und wir beide uns so ähnlich waren, dass ich irgendwie, als ich dann pubertiert habe, gesagt habe, nee, das will ich nicht mehr. Ja. Ich möchte einen externen Lehrer haben, wo er sagte, nö, wenn du jetzt mich nicht willst, dann hören wir mit der ganzen Sache komplett auf. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in Deckbergen am Fuße der Schaumburg. Witzig. Das, ja. Weil ich habe mit einem Kumpel mal einen Fanzine gelesen, so ein Punk-Fanzine. Hast du damit was zu tun? Ja, klar, sicher. Ja, okay. Ja. Das ist nämlich schon urtausend Jahre her, Petra so und so hieß sie. Ja. Dessen Bruder, ich habe den Nachnamen echt vergessen, der hat das Fanzine rausgebracht. Irgendwie. Okay, ich habe es aber selber rausgebracht. Das hieß Alles tot damals. Oder ja, oder mit, hat auf jeden Fall da mitgearbeitet, wie auch immer. Aber witzig irgendwie. Ja, die Punkzeit war für mich ziemlich, ziemlich prägend und wichtig auch. Ja. Das ist, das kam aber erst später. Also, wie gesagt, mit Musik aufgewachsen und mich früh für Popmusik interessiert, aber auch immer so für das schrägere Zeug. Also irgendwie, nachdem man so die Beatles abgefrühstückt hat, dann kam auch gleich Roxy Music, Velvet Underground, Bowie und dann der Glam natürlich und Mitte der 70er halt die ganze Punkzeit und danach halt irgendwie auch die ganze elektronische Geschichte, also die frühen Popbands wie Human League, Soft Cell, Japan, sowas habe ich gehört und dann gab so Mitte der 80er dann halt irgendwie die härtere Elektronik, alles das, was man so unter IBM versteht. Aber wie gesagt, nicht nur. Also der Radius war immer größer gewesen, als auch in den Grenzwellen zu hören war. Weil ich war ja immer Musikredakteur, auch für das gesamte Tagesprogramm verantwortlich, zumindest damals bei FFN und habe eigentlich alles aufgesogen, was es so gab. So lange Zeit. Und hast du das sozusagen schon in der Schule für dich so entdeckt, dass du gesagt hast, ich will sowas irgendwie mal später machen? Oder nee, war das anders? So vom Berufswunsch oder so? Nee, ich hab nie was geplant. Und das mache ich heute nicht. Ja. Ich habe auch nie geplant, dass die Sendung jetzt wieder zehn Jahre läuft. Ich plane nie länger als 3 Monate im Voraus. Was alle Lebensbereiche angeht. Okay. Weil dann wird man auch nicht enttäuscht. Weil wenn man irgendwie sich Traumschluss erbaut, sagt, irgendwie, das möchte ich erreichen, in 10 Jahren möchte ich da sein, irgendwie, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich sehe mich nirgends. Ich hoffe, dass ich einfach nur gesund bin und bleibe. Und das ist das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Und der Rest ist mir komplett egal. Das wird schon irgendwie alles so funktionieren. Und das hast du also damals als Jugendlicher auch schon so gesehen, oder? Nicht so ganz, aber ich hatte immer keine Ahnung, was ich machen wollte. Nach dem Abitur kam erstmal Zivildienst, was irgendwie eine super Zeit für mich war, weil da hatte ich erstmal konnte ich erstmal noch durchschnaufen und musste nicht mir überlegen, was ich beruflich mache. Und dann meine Eltern wollten natürlich, dass ich studiere und dann haben die auch wirklich gedrängelt. Dann hatte ich auch einen Studienplatz für Jura sogar. Oh Gott. Sehr trocken. In Saarbrücken. Jura hat mich nicht gestört, aber ich wollte ums Verrecken nicht nach Saarbrücken. Da gab es auch einen riesen Krach zu Hause und haben gesagt, du musst aber irgendwas machen. Was hast du denn vor, wenn du nicht arbeiten willst? Und keine Ahnung. Dann bin ich da irgendwie nach Hannover gefahren. Da gab es so für diese ganzen Loser, die keinen Studienplatz gefunden haben, so eine Beratung. Und dann wurde angeboten Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt auf Sozialpsychologie. Dachte ich, das klingt aber interessant. Da schreibe ich mich mal ein. Und dann habe ich da wirklich irgendwie 4 Jahre dieses Studium absolviert. Und das hat mich wirklich nicht groß beansprucht. Das heißt, ich hatte immer auch sehr viel Zeit zwischendurch. Und dann war das dann so, dass ich irgendwie zu der Zeit hier auch die Diskotheken des Landes besucht habe, hauptsächlich das Uptown in Stadthagen. Und das sagt mir nichts mehr tatsächlich. Fantastic in Hameln, das waren damals ziemlich angesagte. War das so Zeit Bayazzo auch zum Beispiel? Bayazzo kenne ich wiederum nicht. Achso, also das war auch so, das war so diese 80er, so New Wave-Zeit. Ja, genau. Zeit, so, das waren so, die hatten beides. Oder Studio M in Minden gab es ja auch. Die hatten beides, also Uptown und Fantastic hatten beides britische DJs und die hatten auch irgendwie beide ziemlich viel Ahnung. Und im Uptown, nicht Geschäftsführer, aber da zumindest beschäftigt, war Pepe Heidrich, der damals so ein neues Magazin namens Schaumburger News aus dem Boden stampfte. Ich hatte vorher schon geschrieben in Punk-Fanzines, was wir schon gerade erwähnt haben, aber da, das ist so 80, 81, das war der
Grundstein meiner journalistischen Karriere. Und das habe ich von 81 bis 86 wirklich irgendwie zigtausende Interviews gemacht mit allen möglichen Leuten. Und das war auch so ein bisschen der Türöffner für meinen Job bei FFN damals. Ah, okay. Und das ging dann so nahtlos ineinander über. Dann war Schaumburg News, lag dann auch in den letzten Zügen so ein bisschen, 86, nachdem das Blatt irgendwie zweimal verkauft wurde. Und dann kam FFN damals gerade richtig. Mhm. Und der Rest ist Geschichte. Ja, wie gesagt, ich habe ja fürs Flash geschrieben. Mhm. Und du hast ja gerade erwähnt, du hast eine Menge Interviews gemacht. Da waren ja dann mit Sicherheit auch so deine... Also deine Helden, kannst du dich an dein erstes Interview erinnern, was ja, du gemacht hast? Mein allererstes Interview war mit Christine Kaufmann. Uff, das ist ja auch irgendwie ja. So Moderatorin, ne? Nee, Christine Kaufmann war eine Schauspielerin. Ja. Und hier die frühere Frau von, wie heißt er jetzt gleich? Nicht Burt Reynolds. Der in die 2 mitgespielt hat. Sag mir, ich voll den Hänger gerade. Pfeife 2. Oder die 2, ja, die genau. Zwei. Wie hieß der nochmal da? Curtis. Tony Curtis. Tony Curtis, ja. Die Frau von Tony Curtis. Und die ist damals aufgetreten in Rinteln, im Brückenturm, in so einem Theaterstück. Okay. Und das war eines der ersten Interviews. Wir hatten uns damals überlegt, wir machen immer so ein Interview mit einem Prominenten. Und das war, glaube ich, in der 2. Ausgabe. Und ich war tierisch aufgeregt gewesen, weil ich auch irgendwie von ihrer Historie halt relativ wenig wusste. Mhm. Und sie hat das komplett gerettet, weil sie wirklich meine Aufregung gemerkt hat und total sympathisch war. Und das war das erste Interview, was ich überhaupt gemacht habe mit einem größeren, bekannteren Künstler. Und dann das zweite gleich mit Thompson Twins. Das war auch gleich das erste englischsprachige Interview und das war wirklich total toll gewesen. Ne? Und ja, so ging es ja immer weiter. Ja. Ich habe tatsächlich irgendwie auch so meine Helden interviewt, habe aber irgendwie mit dem Englischen immer echt Schwierigkeiten gehabt, okay. Bis heute eigentlich. Irgendwie, deswegen gibt es hier auch keine englischen Interviews. Ich habe das irgendwie, ich habe mal Lemmy Kilmister in Hannover im Maritim interviewt und eben einfach mal so ein Diktiergerät hingelegt. Aber das ist ja dann auch egal, wenn man dann verkackt, sage ich jetzt mal, weil das sieht ja keiner. Aber vor der Kamera würde ich das nicht machen. Okay. Das ist mir zu peinlich. Da würde ich mir lieber einen Co-Moderator einladen oder so. Wie ist das? Hast du mal so Interviews gemacht, ich sage jetzt mal, dass du dich meinetwegen vorbereitet hast mit 10 Fragen und dann ging das viel zu schnell und wurde dann peinlich in Anführungsstrichen. Also sowas ist mir nämlich auch mal passiert. Ja. Ich war so untervorbereitet. Das ist eine super gute Frage, weil ich hatte früher wirklich auch immer diesen Fragezettel mit 10 Fragen gehabt. Und ich habe dann aber später gemerkt, oder ziemlich schnell gemerkt sogar, dass das nicht so wichtig ist. Ganz wichtig ist die Chemie. Weil wenn dein Gegenüber, wenn deine Funk nicht überspringt, kannst du noch so gut vorbereitet sein und es funktioniert nicht. Und wenn das jemand ist, der sympathisch ist oder wo man gleich merkt, irgendwie, das ist eine Wellenlänge, selber Humor, irgendwie selber Habitus, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt irgendwie nicht super hundertprozentig vorbereitet ist. Also ich habe das nämlich oft das Problem gehabt. Ich kann mich doch an ein Interview mit John Cale erinnern. Das war ganz furchtbar, weil ich damals irgendwie ihm auch irgendwie beweisen wollte oder zeigen wollte, wie gut ich seine Historie kannte und dann irgendwie die Fragen wirklich ellenlang ausformuliert waren, bis en Detail und ihm überhaupt keinen Raum gelassen haben, sodass er einfach nur Ja oder Nein geantwortet hat und einfach mal auf die Uhr geguckt hat, wann das wohl endlich zu Ende ist. Ganz schrecklich war und das war vor allem total lustig. Ich habe das Interview damals für die Schaumburg News gemacht. Mhm. Das war wirklich eine ziemliche Katastrophe. Und eine Fotografin von uns hat ihn in Berlin gesehen und fotografiert und einfach spontan mit ihm ein Interview gemacht. Sie hatte überhaupt keine Ahnung von ihm. Und ihr Interview war 80.000 Mal besser, weil genau diese ganze Ehrfurcht weg war. Und das nervt dann teilweise auch große Künstler. Und wie gesagt, wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn da irgendwas ist, was auf
Sympathie oder Antipathie hinausläuft, dann kann es irgendwie schwierig werden. Ja. Hat dich das sehr beeinflusst, dass da, wenn du jetzt wirklich so, du hast ja auch zum Beispiel sowas wie Robert Smith interviewt oder David Bowie, ja. Also das sind ja schon so, ja. Also wirklich so große Namen. War das, das war auch immer, war man da besonders aufgeregt, meinetwegen? Ja, natürlich. Oder? Das ist auch irgendwie die Angst natürlich immer groß, da enttäuscht zu werden. So war es bei David Bowie, alle dreimal. Ich habe ihn dreimal interviewt und dreimal war das nicht gut. Es war zwar keine Katastrophe, aber es waren wirklich so Standard-Interviews. Und je persönlicher meine Fragen wurden, desto mehr hast du gemerkt, er hat irgendwie geblockt, er hatte kein Interesse, die zu beantworten. Es gibt dann andere Heroen, so wie Mark Almond von Soft Cell, wo du wirklich das Gefühl hast, du sprichst irgendwie mit einem Bruder. Das war jedes Mal immer ganz, ganz toll gewesen und wirklich ganz großartige Interviews. Oder auch Interviews teilweise, wo dann sich das Bild umdreht. Also was auch tolle Interviews waren die mit David Sylvian von Japan, vor allem das erste. Und ich kannte ihn immer nur so als schönsten Mann der Welt und Glamrock-Star und New-Romantic-Star in Japan. Und das erste Interview, das ich damals mit ihm hatte, das hat dieses Bild komplett zerstört, aber während des Gesprächs ein anderes aufgebaut, das ich vorher nicht hatte, was aber wesentlich besser war als das, was ich vorher in mir hatte. Und das sind auch immer tolle Erfahrungen. Also wenn du, tolle Erfahrungen sind halt, wenn du von den Interviews selber was lernen kannst oder was auch toll ist, wenn du irgendwelche Fragen in Interviews stellst, irgendwie, die noch nie gestellt worden sind, wo der Künstler sagt, irgendwie, das ist echt mal super Frage, so habe ich es noch nie gesehen und darüber habe ich in der Art und Weise noch nie nachgedacht. Das, Robert Smith zum Beispiel, was war das für eine Zeit? Waren die da schon so groß? Ja, irgendwie? Das war schon, mit Robert Smith habe ich sogar mal mit 10 anderen Journalisten mal ein ganzes Wochenende auf der Lorelei verbracht. Das war natürlich total grandios. Okay. Da haben wir uns immer weniger Interviews gegeben, sondern gegenseitig unter den Tisch gesoffen. Das ist aber auch ganz schön. Okay, also ist ein netter Mensch. Ja. Okay. Mhm. Hast du mal so Interviewvorgaben gekriegt? So meinetwegen, das darfst du nicht fragen oder so? Also die Erfahrung habe ich mal gemacht. Also ich habe mal einmal ein Interview gemacht. Ja, hatte ich. Mit Ozzy Osbourne zum Beispiel, da wurde mir gesagt, keine Fragen über den Teufel. Ja. So, zack. Hatte ich mal bei Lou Reed, wo dann gesagt wurde, bitte stell ihm keine Frage zu The Velvet Underground. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich sowieso nicht. Und er ist dann selber während des Gesprächs auf die Band zu sprechen gekommen. Also von daher war das auch irgendwie hinfällig. Aber ansonsten habe ich das noch nie erlebt irgendwie. Und ja, bei Lou Reed gab es das irgendwie öfter. Glaube auch anderen Journalisten gegenüber. Der hatte immer so einen ganzen Katalog von Fragen, die er, oder von Themen, die er nicht gestellt haben wollte. Und komischerweise kam ich mit ihm immer ganz gut klar. Also ich bin auch irgendwie jetzt kein nicht der mega Lou Reed-Fan, ich war eher ein großer Fan von John Cale, aber ich bin in Interviews im Gegensatz zu anderen Journalisten von ihm relativ geschont worden und habe einigermaßen viele vernünftige Antworten gekriegt. Das war auch ein großer Interviewerschreck gewesen damals. Warst du damals auf dem Depeche Mode-Konzert in Minden? Nee. Weil die haben nämlich mal in Minden, im Studio M sollten die mal spielen. Nee. Und das habe ich jetzt neulich bei einem Interview quasi erfahren, und dass sie dann in der Grille gespielt haben in Minden. Da war ich. 1981. Ich war auch nie besonderer Depeche Mode-Fan. Also von daher. Ach so, okay. Ich bin in den 80er Jahren wirklich mit anderer Musik sozialisiert worden. Also wie gesagt, das waren so zwei Bands, die wirklich prägend für mich waren. Das waren einmal Japan und einmal Soft Cell. Mhm. Und, Japan kenne ich gar nicht, tatsächlich. Das ist die Band, in der David Sylvian früher gespielt hat. Also das ist, die haben eigentlich New Romantic gemacht, bevor es das Genre überhaupt gab, bevor Bands wie Duran Duran ähnliche Musik gemacht haben. Ja. Und etwas poppiger. Und solche Bands wie Associates zum Beispiel, die habe ich damals wirklich sehr, sehr gerne gehört. Die waren für mich so das Sinnbild für, in Anführungsstrichen, meine 80er Jahre. Ja. Und Depeche Mode waren für mich immer komplett uninteressant. Mhm. Also ich
habe damals irgendwie das erste Soft Cell Album, Nonstop Security Cabaret, und das erste Depeche Mode Album in einem Tag gekauft. Mhm. Und Depeche Mode habe ich sofort beiseite gestellt, war komplett langweilig für mich. Und das Soft Cell Album war für mich so das Elixier. Aber es ist vielleicht auch eine Typenfrage, weil irgendwie diese Persönlichkeit von Mark Almond hat mich halt mehr angesprochen. Und es war lange Zeit so, bis weit in die 80er Jahre hinein, wo ich mal gedacht habe, wenn ich jetzt irgendwie professionell Musik machen würde und texten würde, wären das genau solche Songs und genau solche Texte. Und das erlebt man wirklich relativ selten. Das ist heute nicht mehr so. Die Sachen, die er heute macht, finde ich ziemlich grauenvoll, aber damals irgendwie in den 80er Jahren hat es wirklich gegolten. Hast du selbst irgendwie auch Musik gemacht und Songs geschrieben oder bist du wirklich nur in diesem journalistischen Bereich? Naja, ich will mich nicht als professioneller Musiker sehen. Ich habe in Punkbands gespielt oder New Wave Bands, hier auch im Schaumburger Land. Einer nannte sich Charmant Normal damals. Das war so eine Mischung aus Cure und Duff. Okay. Ganz komische Mixtur. Aber gar nicht mal so schlecht. Wir haben irgendwie auch in vielen Jugendheimen gespielt. Und teilweise hatten wir wirklich so eine kleine Fanbase. Und unser Manager damals ist heute Manager von Moby. Oh, das ist ja. Das ist kein Witz. Also irgendwie, wir haben ihm praktisch die Vorlage geliefert. Und dann habe ich halt Gastsänger bei verschiedenen Bands gewesen, hatte mal mit einem Musiker von einer IBM-Band namens Axel Machens von der Band Placebo Effect ein kurzlebiges Projekt namens Accessoires. Haben wir auch eine CD produziert und das war halt irgendwie Elektronik-Pop im weitesten Sinne. Und natürlich die ganzen Projekte, die ich mit meinem Freund George Kochbeck hier am Schaumburger Land mache. Genau, habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Genau, richtig. Da darf ich auch wieder die Werbung für verteilen demnächst. Ja, ja, wo ich dann irgendwie auch die ganzen Musiker, die du hier interviewst, wie Olli Schröder und so, und wie dann auch mit denen ich dann zusammenarbeite. Aber wie gesagt, das Singen ist eher Spaß an der Freude. Spaß an der Freude. Aber ich finde das irgendwie auch ganz wichtig, dass irgendwie Journalisten, die teilweise auch Platten leichtfertig verreißen, die sollten mal irgendwie sich irgendwann mal auf die andere Seite des Zauns begeben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine CD aufgenommen hatte und da wirklich komplett viel Herzblut reingepackt habe. Und das waren ganz offene Texte, wie ein Tagebuch nach einer ganz böse, zerbrochene Liebe, also wirklich, ich dachte, scheiße, wenn das jetzt jemand liest, irgendwie, die Texte waren abgedruckt, irgendwie, ihr kennt ja mein Inneres. Ja. Und dann spielst du dir jemanden vor, auch so bei FFN damals in der Musikredaktion, und dann das vernichtendste Urteil ist irgendwie ganz nett. Ja, ja, stimmt, ja. Wenn es einmal so oberflächlich links beiseite, ich dachte, ach du Scheiße, wenn sie wirklich sagen würden, das ist richtig kacke, könnte ich ja damit leben, aber das ist einfach so, weißt du, du hältst so 2 Monate Blut und Schweiß gespendet und dann kriegst du ein müdes Lächeln für. Zwar anerkennend, aber irgendwie nichts wert. Und nachdem ich das erlebt habe, war das eine gute Lehre für mich, andere Musiker, die ich teilweise abschätzig behandelt habe, das nicht mehr zu tun, sondern einfach zu denken, wenn irgendeiner Musik macht, auch wenn sie dir nicht gefällt und auch wenn das irgendwie offensichtlich irgendwie nicht gut ist, für den ist das gut. Der hat das nicht ohne Grund gemacht. Und das gilt es zu respektieren. Und bevor man irgendwas wirklich böse verreißt, muss man schon ganz, ganz gute Gründe haben, das wirklich zu tun. Ja, oder also einfach vielleicht irgendwie eben lieber nichts drüber zu schreiben. Genau, richtig. Ne? Ja. Genau. Ich habe gesehen, du hast auch als A&R bei SPV gearbeitet. Bei SPV und bei der Nachfolgeplattenfirma MIG, beide von Manfred Schütz, genau. Ja, erzähl mal so ein bisschen irgendwie für Leute, die nicht wissen, was so eine A&R macht. A&R, das ist quasi Artist and Repertoire, dafür steht diese Abkürzung. Das heißt, mein Job ist es gewesen, Künstler zu kontaktieren, mit denen irgendwie zu besprechen, wie man ein Produkt veröffentlicht, Künstler zu entdecken, was jetzt bei SPV weniger der Fall war, weil da ging es irgendwie hauptsächlich darum, Katalogmaterial neu zu veröffentlichen. Das heißt irgendwie also von Backkatalog-Geschichten. Backkatalog. Hauptsächlich war ich betreut mit dem Katalog von meinem alten, leider verstorbenen Freund Klaus Schulze.
und halt viele Deutschrock- und Krautrock-Themen. Und Manfred Schütz und ich, wir kannten uns eigentlich irgendwie schon seit Schaumburger News-Zeiten, als irgendwie, da wurde SBV gerade gegründet in den 80er Jahren. Und damals, als ich dann bei FFN war, dann hatte er auch ganz viele interessante Platten, gerade was in den elektronischen Bereich geht, von so Labels wie Network importiert. Und ich Warst du hatte. jetzt bei dem Haupt-SPV-Ding oder war das ein Sublabel, wo du da gearbeitet hast? Ich habe für SBV für mehrere Labels gearbeitet. Ja, okay, weil die irgendwie haben ja ganz viele unterschiedliche genau. Unterlabel auch und so, Ja. ne? Es ging hauptsächlich irgendwie um die ganzen Backkatalog-Geschichten. Das war mein Hauptjob. Und er hat sich dann irgendwie bei MIG Music dann fortgesetzt. Da habe ich gearbeitet bis MIG Music ist was genau? Made in Germany. Ah, Das okay. ist auch ein Label, das ist quasi das Label, was. Also SPV ging ja in Konkurs, beziehungsweise musste Insolvenz anmelden, gab es dann weiter, aber Manfred Schütz, der Gründer, der hat dann SPV verlassen und der hat irgendwie MIG Music gegründet, der hat mich damals mitgenommen. Und Ja. das Label gibt es immer noch, das ist 2009, glaube ich, gegründet worden. Das ist aber nicht das Label, wo auch Payola veröffentlicht wurde, oder? Die Band kenne ich nicht. Ah, okay. Das ist eine Hannover-Band, die auch eine Zeit lang recht gut im Rennen waren. Kann gut sein. Und Also ich, wir weil Manfred Schütz, ich glaube, das mit dem Label weiß ich, dass, also von dem wurde ich mal irgendwann auch übers Flash und so bemustert. ja. Das weiß ich noch irgendwie. Der hat auch so Krautrock-Themen auch gemacht, aber auf jeden Genau, Fall, ne? richtig. Ganze Menge. Also irgendwie der Schwerpunkt von SPV zum Schluss oder immer noch ist ja irgendwie Heavy Metal und Sachen wie Motorhead zum Beispiel, Genau. Alice Cooper und so. Genau. Ich gucke nochmal auf mein schlaues Zettelchen. Ja. Wie ist das so? Was hörst du privat jetzt so, wenn ich, also wenn du jetzt irgendwie abseits von deinen Radiosendungen, hörst du auch wirklich nur das, was du dann in den Sendungen so, Ja, eigentlich schon. Es gibt jetzt irgendwie Ausnahmen, wie jetzt ist das neue John Cale-Album rausgekommen. Das ist so Musik, die nicht unbedingt in die Grenzwellen passt, aber die ich dann trotzdem höre, weil das einfach Künstler sind, die mich ein Leben lang begleitet haben, wo ich dann einfach doch wissen möchte, was sie jetzt irgendwie heute machen. Und ansonsten höre ich wirklich nur eigentlich neue Musik. Also wenn ich mal morgens am PC gehe, dann gucke ich erstmal, was so in der Nacht aufgelaufen ist. Und dann wird erstmal sondiert und dann wird eigentlich quasi fast den ganzen Tag gehört. Ich höre tierisch viele Musik auf meinen Fahrradtouren, auf Autofahrten jetzt hierher zum Beispiel auch. Ich habe ja, du hast mal ein Interview gemacht mit dem, wie heißt der Typ noch, mit in diesem, der mit dem Auto durch die Gegend fährt. Genau. Und da hast du auch erzählt, dass du so 60 Kilometer mit dem Fahrrad fährst und so, und, oder beziehungsweise eine Strecke. Das finde ich auch echt beachtlich. Also, Heute nur 30, mehr hat das Wetter nicht also hergegeben. ich würde wahrscheinlich schon von bei 10 Kilometer vom Sockel fallen. Ist das so deine sportliche Aktivität, die du so regelmäßig machst? Ja, mach regelmäßig. Okay, finde Das ich ist total irgendwie cool. mein, als trockener Alkoholiker, mein Ersatz fürs Saufen. Ah, okay. Ernsthaft, weil das ist irgendwie so mein kreatives Schmiermittel. Ja. Und mir fallen unheimlich viele Sachen auf dem Rad ein. Und ich habe schon ganze Sendungen auf dem Rad zusammengestellt, irgendwie, weil da fallen mir ganz viele Dinge ein, viele Assoziationen. Und das ist ganz oft, wenn ich nach Hause komme, dass ich irgendwie erstmal ganz viele DIN A4-Zettel vollkriege mit irgendwelchen Skizzen, Notizen, Ideen, die mir gerade eingefallen sind, die dann später ausgearbeitet werden oder auch nicht. Okay. Also ich habe mal einen Ja? Motorradführerschein gemacht, zum Beispiel, das hat auch tierisch lange gedauert und dann habe ich es endlich gehabt. Dann bin ich durch die Gegend gefahren, habe nach einem halben Jahr das Ding wieder verkauft, weil ich es irgendwie zu langweilig fand, durch die Gegend zu fahren. Und Okay. das Gleiche gilt für mich, glaube ich, für Fahrrad auch. Ich bin da, Das ist weiß eine ich nicht. Typenfrage, ne? Ja. Der eine läuft Also ich gucke mir gerne. da lieber vielleicht Museum an, so. Okay. Anstatt irgendwie durch die Gegend zu fahren. Jedem das seine. Genau. Bei den ganzen Leuten, die du so entdeckt hast, was war so die, also jetzt alle möglichen Künstler, die du interviewt hast und so weiter, was war so die strangeste Erfahrung, die du so gemacht hast? Irgendwie? Gab es da irgendwie ganz besonders unsympathische Leute oder besonders coole Leute, wo du total überrascht drüber warst oder sowas? Das Unsympathische gibt es immer, da spricht man jetzt aber nicht drüber.
Sind das coole Leute? Ich weiß nicht, wir haben. Also, wie ich vorhin schon erzählt habe, die tollsten Begegnungen sind immer die, wenn man ein bestimmtes Bild von jemandem im Kopf hat und derjenige im Gespräch es schafft, dieses Bild umzudrehen, ja, und ein neues entstehen zu lassen, was besser ist als das, das man hatte. Das finde ich mal toll, wenn man dieses Erlebnis hat, weil immer mal ein Künstler interviewt, man kennt ihn ja nicht. Und, ja. Ich finde so, man hat so ein Ideal, aber man von hat dem, ein Ideal, ne? Genau. Man hat ein Ideal und viele Künstler lieben es auch, genau dieses Ideal zu bestätigen, weil das entbindet sie der Mühe, ihr wahres Ich zu zeigen. Das ist in den meisten Fällen. Und dann gibt es aber Leute, zum Beispiel bei Brian Eno war es ganz extrem, mit dem habe ich eine 6-Stunden-Sendung gemacht, ihm ging das komplett auf den Sack, dass ich ihm solche Ehrfurcht entgegengebracht habe und wo er das Bild erstmal komplett eingerissen hat durch irgendwelche Aktionen und dann halt irgendwie auch ein neues aufgebaut hat. Und wo man dann am Ende auch wirklich ein ganz anderes Bild hatte als das, was man vorher hatte. Und das sind ganz tolle Erfahrungen. Ja. Ja, dann kommen wir schon so fast zur letzten Frage. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, es gäbe den lieben Gott, ob man dran glaubt, wie auch immer. Ich sitze doch hier. Das stimmt, ja. Du hättest die Möglichkeit, nochmal irgendjemanden kennenzulernen, den es vielleicht auch nicht mehr gibt, Elvis oder keine Ahnung, wer wäre es in deinem Fall? Also kennenlernen oder einen Abend verbringen, eine Radtour machen zusammen. Früher so als Interviewpartner hatte ich mir immer so Klaus Kinski vorgestellt und gewünscht. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das heute noch so interessant für mich wäre. Weil ich glaube, in ihn wird doch irgendwie ist immer mehr rein interpretiert worden, als er tatsächlich ist. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich wirklich ganz, ganz viele Heroen und Leute, die ich bewundert habe, wirklich sprechen konnte, die auch heute schon lange nicht mehr leben. Sei es irgendwie Nico, Serge Gainsbourg, also wirklich große Charaktere. Und davon bin ich eigentlich sehr, sehr erfüllt. Es gibt momentan keinen großen Star oder Superstar, der mir jetzt in den Sinn kommen würde, wo ich sagen würde, irgendwie, den möchte ich gerne nochmal interviewen. Brian Eno würde ich gerne nochmal interviewen, wenn ich irgendwann die Gelegenheit. Woher kennt man den? Brian Eno solltest du eigentlich kennen. Das ist irgendwie ein ganz großer Produzent, der früher seine Karriere begonnen hat in Roxy Music. Ah, okay. Dann halt irgendwie auch Talking Heads, U2, David Bowie produziert hat. Ja, und, doch, kennt man. Wirklich. Eine große Ikone ist und der mich auch so mein ganzes Leben lang begeistert. Genau, du hast ja auch mal U2 interviewt, ne? Ja, das ist aber schon lange her. Und zu welcher Zeit von U2 war das? Das war noch, das war irgendwie zwischen Unforgettable Fire und Joshua Tree. Irgendwas sowas in dem. Aber ja, gut, das war natürlich schon so die. Ja. Große Zeit auch, ne? Also, wo sie. Wir haben damals. Viele Interviews gemacht, irgendwie auch zu schon mal News-Zeiten. Das war ganz toll in der Sendung WWF Musikkonvoi, damals moderiert wurde von Alan Banks, von Ksau Sefcek. Und die hatten so ein Konzept gehabt, das lief im Vorabendprogramm vom WDR und glaube ich jeden Montag. Und die waren mit dem Bus jeden Tag in einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und da traten immer Bands irgendwie in diesem Bus auf, der so eine Klappbühne hatte. Das waren teilweise ganz winzige Käfer gewesen. Und dadurch, dass Ksau Sefcek und Alan Banks die Redaktion noch hatten, waren da immer Top-Musiker. Und teilweise auch lange bevor die richtig populär wurden. Wie The Cure, Depeche Mode, U2, die Ärzte, Bronzegebiet. Bevor die richtig große Namen wurden. Und teilweise in Käfern aufgetreten, irgendwie. Das waren teilweise wirklich Dörfer, wie so Schwimmbäder irgendwie vor Köln, wo Ramones aufgetreten sind. Und da waren wir eigentlich fast jeden Montag gewesen und haben da Interviews gemacht. Das war eine super Gelegenheit, die Leute irgendwie abzugreifen, weil die hatten ja irgendwie vor und nach ihren Auftritten irgendwie nichts zu tun, saßen da wirklich auf dem Dorf und waren immer eigentlich dankbar für jedes Gespräch, was irgendwie
geführt wurde. Und da hat man wirklich die Möglichkeit, wirklich auch Leute zu treffen, bevor die richtig zur großen Nummer geworden sind. Und das war schon eine tolle Sache. Also so ein Bono-Interview, da war es göttisch mehr, das könnte ich mir schon cool vorstellen. Ja, damals war das noch keine so große, große Nummer. Genau wie Michael Stipe damals von R.E.M., damals mit langen Haaren. Ja. Also noch ganz früh irgendwie. Da hätte ich irgendwie bei YouTube hat man immer schon gewusst, irgendwie, dass das Thema richtig was wird. Bei R.E.M. damals zu dem Zeitpunkt hätte ich das nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als sie damals da aufgetreten sind, dachte ich, okay, ganz gute amerikanische Underground-Band, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie weit kommen. Da hat man sich ja aufgetäuscht. Ich hatte ja immer Götz George, war ja immer so einer meiner Superhelden irgendwie in den 80ern. Okay. Und den habe ich mal tatsächlich irgendwie rein zufällig irgendwie an der Alster in Hamburg gesehen, wo er über die Straße ging und fast ein Auto ist irgendwie in ihn reingefahren, weil er über eine rote Ampel spaziert ist. Und dann sagte meine damalige Freundin, das ist doch Götz George oder nicht? Ich so, wer sieht so aus, ja? Götz George oder Götz Alsmann? Nee, Götz George. Oh, okay. Und dann drehte er sich um und kam in unsere Richtung und sie sprach ihn auch an. Oh, Herr George, Sie sind es ja wirklich. Also so doof, ne? Natürlich bin ich wirklich so nach dem Motto. Dürfen wir mal ein Selfie mit Ihnen machen? Nee, komm, lass sein, Mädchen. Und das war so richtig geil. Ich fand es aber cool, also eigentlich hätte ich es gern gemacht, aber ich fand es irgendwie cool, wie er reagiert hat, weil er war so genauso assi wie in seinen Tatorten. Also total unsympathisch und das hat man ihm ja auch nachgesagt irgendwie so ein bisschen. Aber das wäre so einer gewesen, den hätte ich gern mal irgendwie kennengelernt. Habt jetzt irgendwie neulich auch mal da gab es irgendwie auf YouTube auch so eine Dokumentation zum 75. Geburtstag irgendwie von ihm damals. Und da fand ich ihn sehr sympathisch. Mit diesem Beckmann hat er da. Ja, es kommt auch immer darauf an, irgendwie, gerade wenn man seine Idole trifft, das kann irgendwie oft nach hinten losgehen. Man sagt ja irgendwie oft, man sollte das nicht tun. Weil du erstmal lernst du ja nie richtig kennen. Du kriegst immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Und den teilst du wahrscheinlich auch noch mit 100 anderen Leuten. Und dann weißt du nicht irgendwie, wie er wirklich ist, wie er auch in dem Moment drauf ist. Und das ist immer eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Und da sollte man nicht zu große Hoffnung sich vorher machen. Das ist irgendwie, das ist nicht gut. Man kann, wenn es dann irgendwie gut funktioniert, kann man sich irgendwie freuen. Aber wie gesagt, es kann auch das Gegenteil sein. Wie gesagt, mit David Bowie habe ich es dreimal erlebt. Das ist nicht so war, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Wie gesagt, es war keine Katastrophe, es war kein Desaster, aber es war weit von dem entfernt, wenn ich sehe, wie er auf ähnliche Fragen, die ich ihm gestellt habe, bei anderen Interviews geantwortet hat, dann weiß ich genau, dass da irgendwie eine Barriere bei ihm war, dass er nicht persönlich werden wollte. Also das ist ja auch immer schwierig, finde ich, mit Fragen. Also manchmal hat man so das Gefühl, jetzt frage ich irgendwie irgendwas, wo der mir mein Gegenüber denkt, ach, die Frage habe ich schon 100-mal gekriegt. So, und das finde ich irgendwie immer so, wirklich zu gucken, was sind so die Fragen, die, also ich frage zum Beispiel immer die gleichen Fragen, wo die Leute sich auch irgendwie drüber beschweren, in Anführungsstrichen fast schon, dass ich immer, wie hast du mit Musik angefangen? Aber es ist wirklich, weil es mich interessiert. Ja. Und nicht, weil mir nichts anderes einfällt. Aber das ist, ich finde immer wichtig, irgendwie, wie Menschen so sind. So. Ja. Und das ist halt immer so, manchmal hat man so das Gefühl, ne, dass man, dass, also gerade so, wenn es so ganz angesagte Bands sind, dass sie immer die gleichen Fragen kriegen. Kann dich beruhigen, das waren gute Fragen. Danke. Vielen Dank. Ja, dann danke ich dir sehr fürs Kommen, hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Wunderbar. Und natürlich nicht zu vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Bis demnächst.